Würdest du sagen, dass dein Vater ein strenger Vater war? Ich habe hier nur das Stichwort bekommen, Parkbank. Ja, mein Vater war schon streng. Heute würde ich sagen, irgendwie muss er den Puff ja auch zusammenhalten, indem wir da also wirklich, so fünf Kinder, alle drehen durch. Jeden Tag ist irgendwas los. Drei Brüder, zwei Schwestern und da war natürlich schon Action in der Familie. Parkbank, ja, ich sag mal so, ich war eigentlich ziemlich gut darin, mich nicht erwischen zu lassen, wenn ich Scheiße gebaut habe. Aber es gab jemanden, der mochte mich nicht, der hat mich verraten einmal. ganz miese Nummer. So, und ich habe ein bisschen auf der Parkbank rumgesprüht, ziemlich dumm hinterm Haus. Und wer das weiß, Sprüher haben ja immer so ein eigenes Tag auch so, wo sie so ein Zeichen, wo sie sagen, so, ich war hier. Cool. Das kennt nur die Szene so. Aber meins war nicht sonderlich schlau, das war J.O. Wow. Das ist wirklich super gut. Undercover. Aber mein erstes war Hübi. Das war genauso bescheuert. Von Thomas Hübner, ja, das genau. Ist gut. Wow. Ja, wir sind, super gut. Wir sind richtig gut. Das ist früher auf jeden Fall. Na, jedenfalls, irgendjemand, der sauer auf mich war, hat auf die Bank daneben geschrieben, ja, echt schlecht gesprüht, Johannes Oerding. So, Das waren aber echt die Bänke, wo mein Vater halt dreimal am Tag, morgens um 7, mittags um 15 Uhr und abends um 19 Uhr mit dem Hund halt lang ging. So. Und irgendwann mit der Pfeife in dem Mund so, Johannes Oerding hat das hier gesprüht, alles klar. Da ist er komplett ausgeflippt, da gab es richtig Ärger. Ich konnte mich auch gar nicht verteilen, der kam rein und der hat mich aus dem Zimmer gezogen, also komm mit, zack, ein Eimer, Schwamm da drin, so, los geht's, richtig so, so die Klasse, so zur Bank gezogen und hat daneben gestanden und ich habe die Bank da abgeschrubbt, 2 Stunden. So war er halt. Also du hast nicht Medizin studiert, wie er sich das vielleicht gewünscht hat oder auch nicht, aber ist es jetzt so, dass er mittlerweile sagt, okay, jetzt hast du es geschafft, jetzt alles gut, oder ist er noch mal so, Junge, hier, damit du gut durchkommst, ich gebe dir noch mal was mit. Ja, so wie Väter halt sind, man hört ja nicht auf, Sohn zu sein, es ist tatsächlich so, das ist genau so der Running Gag mittlerweile zu uns geworden. Er war schon früher immer, als da war und keine Kohle hatte, so als junger Musiker, immer wenn ich dann da war zu Hause, hier hast du ja 50 Euro, ne? Spritgeld. So. Und jetzt immer noch, wenn ich heute nach Hause komme, steckt er mir 50 Euro zu. Also, Spritgeld, gehst mal schön essen von, ne? Also, das hört ja auch nicht auf. Es gibt so ein paar Dinge, das finde ich auch gut und das behält man ja auch so bei, weil das halt dann wichtig ist, um genau auch dieses Verhältnis so zu haben und immer noch auch klar zu machen, ey, dass man füreinander da ist und dass sich das auch nicht verschiebt. Das hat er schon gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Du hast einen Song über deinen Papa geschrieben. Dein Lied heißt 1:1 Gespräch. Mhm. Warum gerade jetzt und warum so, wie du es gemacht hast? Warum gerade jetzt? Ich habe den Song, ehrlich gesagt, schon seit 5, 6 Jahren